Was geht, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu meinem neuen Video, Leute. Ist Hype Update Folge 9. Wir hatten letzte Woche ganz krasse Releases am Start. Supreme Box Logos. Leute, ich habe auch was gekauft von Supreme. Wenn ihr Bock habt, mache ich ein einzelnes Video darüber. Dann werde ich euch das einfach mal genauer zeigen. Es ist auf jeden Fall einer der beliebtesten Hoodies, die letzte Woche rauskam. Schreibt es in die Kommentare und like das Video. Und ich werde dann als nächstes Video dann einfach mal den Pullover vorstellen. Supreme hat auf jeden Fall auseinandergenommen. Diese Woche läuft das ein bisschen so mit Nike ab. Es sind keine 100% bestätigten News, sage ich mal, die ich jetzt sage. Ich habe halt viele Seiten abgecheckt. Da stand es halt genauso, wie ich euch das jetzt erzählen werde. Und zwar kommen zwei Nike Off-White Air Force Ones in der Low-Version raus, in zwei unterschiedlichen Farben. Einmal in dem Black und einmal in der Farbe Volt. Auf jeden Fall ist diese Volt-Farbe sehr eigenartig. Ich würde die auf jeden Fall nicht anziehen. Ich würde die natürlich kaufen zum Resellen. Mein Tipp an euch, checkt auf jeden Fall diesen Drop ab. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr viel Profit machen, wenn ihr Reseller seid. Ansonsten würde ich mal sagen, Leute, checkt mal diesen schwarzen Air Force One in der Off-White-Version ab. Sieht mega nice aus. Diese zwei Sneaker kommen am 19.12. raus um 9 Uhr bei Nike. Ich habe nirgends einen Preis gesehen. Der Preis wird aber bestimmt zwischen 100 und 150 Euro liegen. Ich habe noch nie einen Air Force One gesehen in der Low-Version, der mehr als 150 bis 180 Euro kostet. Ich würde sagen, dass dieser Schuh im Resale sehr viel wert sein wird. Also Leute, checkt auf jeden Fall den Schuh ab. Ich werde euch natürlich im Laufe der nächsten Tage noch mal ein paar Infos zu den Schuhen liefern. Checkt mich einfach auf Instagram ab, hier unten eingeblendet. Und ich werde euch einfach mal die nächsten Tage noch mal Informationen zum Sneaker geben, wie zum Beispiel Preis und vielleicht auch, wo er noch so released wird. Also Leute, checkt auf jeden Fall diesen Sneaker ab. Meiner Meinung nach einer der geilsten Air Force Sneaker in der schwarzen Version. Der Air Force One Off-White OG sieht sowieso am krassesten aus. Und der ist echt hardcore gestiegen vom Resale-Preis von 500 auf die 1000 Euro, Leute. Und das geht noch höher. Also checkt auf jeden Fall diesen Sneaker ab. Kommen wir zur Supreme Woche 17, Leute. Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass Supreme Donnerstag um 12 Uhr die Sachen immer released. Ich habe es im letzten Video vergessen anzusprechen. Auf jeden Fall nochmal sorry dafür. Diese Woche hat auf jeden Fall 2 bis 3 Sachen, die ich persönlich geil finde. Passend zum Winter kommen diese 3 Parka-Jacken jetzt online in diesen 3 Farben. Ich finde die schwarze mega nice und die Jacken werden bei 650 Euro liegen. Ich finde, der Preis ist etwas hoch. Mit dem Geld könnte man sich eventuell auch eine ordentliche Jacke von zum Beispiel Woolrich kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die von der Qualität sind. Das sind Supreme Gore-Tex Parker Jacken. Also Leute, wer Bock auf solche Jacken hat, sollte die auf jeden Fall abchecken. Ich denke mal, der Hype um diesen Jacken ist auch jetzt nicht so hoch. Also die kriegt man auf jeden Fall, wenn man die unbedingt haben will. Und ja, kommen wir zum nächsten Piece, was eigenartig ist, aber halt Supreme. Es ist diese Woche auch ein Fahrrad von Supreme, was 2700 Euro kostet, Leute. Also auf jeden Fall sehr viel Geld für ein Fahrrad. Sieht auf jeden Fall trotzdem cool aus. Der ein oder andere Sammler wird sich bestimmt an diesem Fahrrad sehr vergnügen. So, das war's mit Supreme. Leute, kommen wir zur Musik der Woche. Diese Woche kamen auch 2 geile Alben raus, auf jeden Fall richtig krass. Von XXXTentacion kam ein Album raus, und zwar Skins. Check das ab. Mein Lieblingslied ist das Feature mit Kanye West. Auf jeden Fall geil, was anderes. Und ja, es kam noch von Luciano das Album Loco raus. Leute, diese 2 Alben, mega nice. Und ja, das war's zur Musik der Woche. Kommen wir zum Foto der Woche. Der Bro hat das Foto der Woche auf jeden Fall. Geiles Outfit, feier ich. Und ja, wenn ihr beim Mahans Outfit der Woche auch beim nächsten Mal am Start sein wollt, schreibt unter eurem nächsten Outfit-Foto bei Instagram einfach den Hashtag MahansODW und markiert mich einfach nochmal aufs Foto. Dann habt ihr die Chance, auf jeden Fall im nächsten Hype-Update-Video mit am Start zu sein. Und Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier mein Instagram, checkt mich ab für sonstige Informationen, wie zum Beispiel über den Nike Off-White Drop, der nächste Woche online kommen soll. Checkt mich einfach ab, ich werde euch Infos dazu noch liefern, wenn ich Infos habe. Also hier mein Instagram, abonniert mich auf YouTube, Leute. Nochmal danke für die 100.000 Abonnenten. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, skis, skis, skis.